Wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Technikkunst. Ich will nicht verraten, worum es sich heute handelt, weil sie hat keine Ahnung. Samin wird heute etwas auspacken und sich anschauen und natürlich bewerten. So bekommt ihr eine völlig unabhängige, in dem Fall eine weibliche Meinung. Ich meine, ihr kennt ja so... Nein, eine Expertenmeinung. Entschuldige bitte, natürlich. Natürlich. Ihr bekommt eine hochprofessionelle weibliche Meinung. Hallo Freunde, ich freue mich, dass ich wieder dabei bin. Ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Ja, nee. Wolltest du gerade sagen, du freust dich auf die Kommentare? Nein, das ist ja schlecht. Okay, sie freut sich auf eure Kommentare. Nein, Matthias. Also, sie hat wirklich gar keine Ahnung, worum es sich handelt. Ich habe es mir natürlich schon angeschaut. Ich finde es super und ich denke, sie wird es auch super finden. Steht ja eh in der Titelüberschrift, was es ist. Deshalb erkläre ich jetzt nicht, was hier auf diesen Karton steht. Okay, das ist von Chewy etwas. Tablet oder? Auspacken! Sie versucht die ganze Zeit schon zu erraten, was drin ist, damit sie sich für sich vorbereiten kann. Auch gerade das soll sie ja nicht machen. Also es wird heute praktisch sowas wie ein Unboxing, ein Kurztest. Ihr werdet schon ein bisschen was darüber erfahren. Also ihr seht, es ist auf jeden Fall in der Größe schon mal sehr übersichtlich. Okay, dann haben wir ein Tablet. Richtig? Du bist da! Was ist das denn? Geil, oder? Oh, guck mal. Wow, aber was ist das denn? Das ist echt süß. Wie das Kamera. Stimmt, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, eine Frontkamera hat die ganze Geschichte auch. Oh, das ist ein Mini-PC, Mini-Laptop. Richtig. Also ihr kennt das von, wie heißt der Hersteller? Ich glaube GPD. Die hatten ja schon mal ein Mini-Notebook rausgebracht. Auch genau der Formfaktor. Allerdings... über 500 Euro. Ich war scharf drauf. Also als ich das erste Mal gesehen hatte, für jeden von GPD, dieses kleine Notebook, ich fand das so geil. Okay, ja. Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also, schalt es an, damit du siehst, was eigentlich für ein Betriebssystem drauf läuft. Android? Das wäre eine Möglichkeit, natürlich. Also bis auf macOS ist alles drin. Oh, das ist aber sehr winzig. Das ist Maus. Also, ja, sie probiert sich ja jetzt durch. Wir klappen das halt mal fest. Okay, also während Samin jetzt das Notebook erkundet, kann ich euch ja ein bisschen was über die Specs sagen und über den Preis. Gibt es im Moment meines Wissens nur per Import? Da könnt ihr das über Priority Line steuerfrei bestellen. Nee, Versandkosten kommen noch $2.28 hinzu. Ich denke mal, das ist vertretbar. Aber jetzt kommt halt das Spannende, der Preis. 342 Euro kostet das Mini-Notebook. Und die von GPD, die waren mal deutlich teurer. Wie gesagt, die waren um die 500. Und Banggood wisst ihr ja Bescheid, da könnt ihr das locker importieren. Es kommt relativ schnell und ihr müsst halt keine Einfuhr bezahlen. GPD hat einen für 1000 Euro. Was für eine Leistung denn hat? Mal, damit ihr das auch so im Verhältnis sehen könnt, ihr mal gezeigt. Ne? So groß ist das kleine Teil also. 342 Euro habe ich gerade gesagt, 342 Euro. Und es ist klar, hier kann keine High-End-Hardware drin verbaut sein. Das geht in dem Preisbereich einfach nicht. Hier ist ein Intel Celeron J4125 drin verbaut. Der geht aber klar als Office-Rechner absolut ausreichend. Ich weiß, da wird jetzt wieder der eine oder andere meckern. Er sagt, unseren i-Core, bla bla bla, nehme ich nichts. Aber es muss preislich umsetzbar sein. Und wenn man nur Office machen will, muss man halt nur Office machen. Das ist ein Vierkerner mit 2 GHz bis maximal 2,7 GHz im Boost. Der ist aktiv gekühlt. Das heißt, er kann die Leistung noch ein bisschen länger halten. Eigentlich ist das Gehäuse ziemlich klein. Das müsste man halt so ein bisschen austesten. Aber immerhin aktiv gekühlt. 8 Zoll Display, IPS, Full HD, 1920 mal 1200. Akku 26,6 Wattstunden. Das ist nicht so krass. 6 GB LPDDR4 Speicher. Wir haben 128 GB eMMC 5.1 Speicher, Festspeicher zum Speichern von euren Daten. Das ist nicht so geil, sag ich euch so, wie es ist. Wir haben einen M2-Slot, der ist aber nur für die Erweiterungen da, der ist auf der Rückseite. Easy Access, einfach aufschrauben und eine M2 halt reinknallen, eigentlich ist nur eine kurze. Die ist natürlich bedeutend schneller als der interne Speicher, darauf könnte man theoretisch auch Windows installieren und man sagt, ich will halt den Speed der M2 haben. Kann man sich da einen halben Terabyte reinknallen, spart billig. Installiert Windows 10 Pro drauf oder Windows 11 und fertig, schon Hobbit-Hase. Windows 11 müsste ja auch kompatibel sein, weil der Celeron kompatibel ist. UHD Graphics 600, wie gesagt, der SoC, da ist nicht so der Knaller. Dual Wi-Fi ABGN und AC 2,4 und 5 GHz. Bluetooth 4.2, okay, ist ein bisschen älter. 4G-Support haben wir nicht, das heißt keine SIM-Kartenunterstützung. Wir haben Micro-SD-Kartenschacht, wir haben USB-A-Anschluss. Zwei sogar. Einmal USB 3.0, wir haben Micro-HDMI, wir haben USB-C, wir laden noch über den USB-C-Anschluss. Wir haben Micro-SD-Kartenschacht, könnten auch auf die Art und Weise sehr günstigen Speicher erweitern, das ist natürlich dann noch langsamer als der eMMC-Speicher. 3,5 mm Klinkenanschluss, hier auch nochmal ganz kurz gezeigt, dass ihr das Ganze im Profil sehen könnt. Also für so einen kleinen Krepel ja erstaunlich viele Anschlüsse, das ist wirklich richtig gut. Wir haben ja einen internen Lautsprecher, den habe ich noch nicht getestet, aber das ist mit Sicherheit räudig. Hier ist dann die M2 SSD drunter. Und was Samin jetzt noch nicht
bemerkt hat, aber ja, es ist auch ein Tablet. Das heißt... Oh. Das heißt, der Bildschirm ist auch ein Touchscreen. Aber halt, das bedeutet... Das habe ich bemerkt. Du kannst die Kamera dir ja nochmal anschauen. Das heißt nochmal, du kannst dir überhaupt anschauen. Geh in die Suchoptionen und gib einfach Kamera ein. Kommt jetzt eine Tastatur? Ja, wie geil. Ah, kann schon was. Ah, ich gehe mal davon aus, zumindest die Kamera ist ja nicht räudig. Dazu stand jetzt hier erstmal doch eine 2-Megapixel-Frontkamera. Das reicht bestenfalls für Skypen. 663 Gramm ist das gesamte Gerät leicht und 19,3 mm stark. 663 Gramm für ein Notebook, das ist natürlich witzlos leicht. Das ist schwierig so halten, weil ja, die Tastatur, naja. Aber dies ist deaktiviert. Ist jetzt nur noch Touch-Eingabe. Ja, muss das so sein. Und aber Display dreht jetzt auch, wenn du es auf die Seite legst. Boah, der dreht mega langsam. Der dreht mega langsam. Okay. Ja, wenn man es jetzt so in der Hand hält, die Tastatur wird dann deaktiviert. Kann man wechseln. Die Tastatur ist, wie man sehen kann, halt QWERTY beschriftet. Kommt erstmal so nicht drumherum. Das werde ich mit reinschneiden. Ja, YZ vertauscht. Die Tastatur, es kommt ja ein Einrichtungsassistenten am Anfang. Die Tastatur habe ich natürlich dann auf QWERTY eingestellt. Lass das. Ich sage mal, Kamera wechseln, wenn ich halt, das ist dann später für einen Schnitt. Lass das. Ja, die Maus, hier, das ist ein touchsensibler Bereich, damit wird der Mauspfeil wird damit gesteuert, was sehr gut funktioniert. Also rechtsklick, also linksklick. Super smooth Tasten. Die Tastatur ist ziemlich hochwertig. Hier ist der Power-On-Taster, der sich haptisch abhebt, damit man den nicht versehentlich drückt. Das finde ich auch sehr geil. Scheint auch aus Metall zu sein. Das gesamte Gehäuse ist auch aus Metall. Das ist Metall. Ja, das ist ein mega hochwertiger Minicomputer. Wir haben hier noch LEDs, die uns den Status anzeigen vom System. Also, ich bin absolut begeistert. Okay. Hintergrundbeleuchtet ist die Tastatur auch. Lässt sich für die Größe auch recht angenehm tippen. Ungewöhnlich ist allerdings, dass wir Caps Lock und A auf einer Taste haben. Daran muss man sich echt erst gewöhnen. Oh, das ist 120 Gigabyte. 128. Ach so, ja, das ist jetzt, ja, 128 brutto. 128. Hey, das sind 8 Gigabyte, die du uns aufschlagen hast. Also, übelst nice. Also ich will es auch behalten, weil ich habe schon immer von einem Mini-Notebook geträumt. Oh, das waren sehr wilde Träume. Es ist super. Es ist einfach, um nebenbei mal zu arbeiten. Ich habe ja ein Convertible von, also ein Chromebook. Das ist auch geil, mein Chromebook. Das Lenovo Chromebook. Das ist auch geil, aber es ist ein übelster Plastikbomber. Das merkt man manchmal so ein bisschen. Man muss es auch so sagen, wie es ist. Das hat 150 Euro gekostet. Das kostet im Schnitt 200 Euro. Also immer noch wesentlich günstiger als das Chewy. Hat aber noch weniger Speicher, nur 64 GB SoC, ist ein mobiler, hat auch deutlich weniger Leistung und da läuft dann halt Chrome OS drauf. Es ging mit der Hardware auch gar nicht anders. Windows 10 bzw. Windows 11 finde ich einfach wesentlich vollumfänglicher. Da arbeite ich immer noch lieber mit. Chrome OS ist schnell, ist auch irgendwo geil, schlankes Betriebssystem. Zum Recherchieren, klar, oder was zu kaufen oder zu streamen, top geeignet. Aber wenn man ein bisschen vollumfänglicher arbeiten möchte, dann nein, nicht Mac OS. Was die Zuschauer hier schon wieder denken. Mac muss weg. Du bist völlig verwirrt, ne? Du weißt wirklich, worüber ich rede. Und ich finde es halt richtig gut, dass Chewy hier eben diesen Mini-Notebook dann in den Preisbereich bringt, wo man halt sagt, okay, da wird es wirklich dann interessanter, weil es ist ein sehr spezielles Produkt. Hier ist wirklich minimale Office-Ausstattung drin, 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB eMMC und natürlich der J4125. Okay, entschuldige, ich habe mir so viel gequatscht. Dann... Was meinst du? Ich will nicht mal was sagen. Du willst nicht mal was sagen, du bist fertig. Willst du es benutzen? Oder ist sie zu klein? Sie hat ja auch ein Notebook, also ist so ein Riesenschiff, so ein 17 Zoll Acer. Natürlich, für die Arbeit ist es nur zu sehr klein. Sogar für die Tablet auch. Also man muss erst mal daran denken, wozu braucht das, welche Arbeit macht das? Keine Ahnung, also, aber für normale Arbeit, was wir machen am PC, das ist nicht geeignet. Ich habe trotzdem davon geträumt, ich werde es behalten. Okay, will ich schon. Dankeschön. Du musst schon durchziehen. Okay, Freunde, ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Das war jetzt ein Test mit Samin, weil ich wusste, sie wird es halt total süß finden. Das passt ja fast schon in die Hosentasche, das kleine Teil. Und das ist nun mal rein technisch gesehen vollwertiges Notebook. Vor allem die ganzen Anschlüsse. Und da kommt dann so ein MacBook mit einem M1, ne? Da hat man dann 2 USB und dann ist Schluss. Ja, 2 USB-C und hier... Wow, kann ich nur sagen. Ich verlinke euch den kleinen Krepel unten in der Videobeschreibung zu Banggood. Es ist definitiv ein Nischenprodukt, wie Samin das ja eigentlich auch schon ganz gut zusammengefasst hat. Ich brauche das dann auch echt nur, weil Smartphone ist zu klein und kann, wenn ja, ich was recherchiere. Ja, aber du hast mal dein Smartphone immer dabei. Das habe ich immer dabei, das stimmt schon. Aber ich, ja, zum Beispiel, ich habe auch selber Laptop. Nicht, ja, der ist zum Beispiel zu Tablet. Groß. Ja, aber ich nutze kaum. Ich mache alle Sachen mit meinem Handy. Das stimmt. Aber ich finde, gerade wenn ich manchmal was bei Amazon kaufen will oder sowas,
da habe ich lieber einen jetzt ein bisschen größeren Bildschirm, mir halt die Bilder anzuschauen. Man ist ja nur am Pitch to Zoom, mal reinzoomen, dass man da halt einigermaßen Details sehen kann. Und da arbeite ich wesentlich lieber halt an einem kleinen Notebook. Aber es soll halt auch mobil sein, dass man sich halt mal aufs Sofa flacken kann. Weißt du was, vielleicht ist es für diejenigen geeignet, die zum Beispiel ständig auf dem Weg sind oder gehen in verschiedene Sitzungen, sie wollen eine Präsentation halten und sie brauchen nur... Vor allem, das Ding hat HDMI-Ausgang. Da kannst du theoretisch einen ganzen Monitor dran knüppeln. Wenn man halt in der Bahn sitzt, gerade wenn man in der deutschen Bahn sitzt, ne, da hat man meistens sehr viel Zeit, also vor allem am Bahnhof. Es ist nicht so. Deutsche Bahn ist recht unpünktlich doch. Nö, gar nicht. Oh, da kriegt man jetzt aber Dislikes dafür, dass sie positiv über die Deutsche Bahn redet. Also, wenn man halt unterwegs ist, da ist es, denke ich mal, ganz praktisch. Es ist ein Nischenprodukt, aber wie gesagt, ich finde es geil, dass trotzdem Chuvi hier ein Nischenprodukt für einen echt vernünftigen Preis auf den Markt bringt. Obwohl wir natürlich nicht wissen, wie sie das Teil in China verkauft. Da sind die vielleicht ganz wild drauf. Schön, das war's. Hat Spaß gemacht. Ich danke Ihnen auch. Ich danke euch auch vielmals und... Ihr könnt meinen TikTok-Kanal abonnieren, findet unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt uns auch gerne unterstützen über PayPal oder über Patreon. Das kann ich nicht sagen, das musst du selber sagen. Ach, ich muss um Geld betteln, super. Es gibt auch einen Kanal mit... ich weiß, was du hast, ich kann nicht sagen, Leute, spendet bitte. Ja, weil ich nämlich kriege und nicht bitte. Sie. Kanalmitgliedschaft wollte ich noch sagen, habe ich auch. Und da steht jetzt wieder eine schöne grüne plus 2. Ich habe schon einen Porsche bestellt. Schön. Dann bis zum nächsten Video. Bis nächstes Mal. Und lasst mich in den Kommentaren wissen, ich bin ja auf euer Feedback angewiesen, ne? Wie ihr das halt so findet. Bis dann. Ciao. Ciao. Ach, Matthias.